Hallo, liebe Freunde des gepflegten Rollenspiels. Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 3 Morrowind. Ja, wir sind auf dem Weg zur Gualhöhle. Dahin müssen wir diesen netten Herrn hier, den Deval, vorbei hinbringen. Rotieren. Ich rede schon wieder Unsinn. Und ja, das machen wir auch. Möglichst zügig. Möglichst sicher. Mit dem armen Kerl da nichts passiert. Passiert. Und dann schauen wir mal, welche Aufgaben wir sonst noch hier so erledigen können. Für unser Haus. So. Unterstellen mal, ich bin auf dem richtigen Weg. Los. Denn das weiß man ja bei mir nie so genau, ob ich da so auf dem richtigen Wege bin und so weiter und so fort. So. Wir haben Glück, das Wetter ist ausnahmsweise mal auf unserer Seite. Es ist mal kein Regen, kein Sturm, kein Gewitter, kein Sandsturm. Wir haben relativ gutes Wetter und es ist zur Abwechslung auch mal Tag. Das kann nur gut enden. Hoffe ich. Ich höre ihn noch hinter mir her tappen. Auch das ist sehr erfreulich. Und dann müssen wir natürlich neben Gnisis in erster Linie diese Höhle finden. Aber ich für meinen Teil wäre ja schon mal froh, wenn wir heil in Gnisis oder in der Nähe von Gnisis ankommen. So, wir müssen hier runter. Genau, noch sind wir weit genug entfernt, um generell in der richtigen Richtung zu sein. Also ne, wir sind noch nicht genau an Gnisis ran, nehme ich mal annähernd. Insofern kann ich also auf diesem Weg hier noch bleiben und muss mir noch keine Sorgen darum machen, ob ich hier vielleicht nicht irgendwo rechts, links, geradeaus, wie auch immer, abzweigen muss, um halt dann letztendlich die Höhle erreichen zu können. Ich bin ja schon mal heilfroh, dass wir das Teil auf der Karte vermerkt haben. Das macht die ganze Geschichte ein kleines wenig einfacher. Ja, kurze Erholungsphase. Und dann machen wir gleich weiter. Wie sieht es eigentlich hiermit aus? Das habe ich in den letzten, bei den letzten Malen schon wieder vernachlässigt, nicht dran gedacht, das zu machen. Ja. Haha. So. Du, mein Freund, bleibst schön hinter mir. So, da geht's nach Gnisis und ich habe mich natürlich zu früh gefreut. Es kommt Nebel auf. Der Himmel ist auch schon wieder grau verhangen. Das heißt, wenig Gutes. Auf der anderen Seite, wir nähern uns auch langsam dem Ziel. Insofern hoffe ich, dass wir hier nochmal einigermaßen heil, glücklich, zufrieden, nicht durchnässt oder wie auch immer ankommen werden. Und ich glaube auch, ich muss so langsam daran denken, dass wir ja nicht nach Gnisis, sondern zu dieser Höhle wollen.
Irgendwie. Hä? Ja, toll. Irgendwie habe ich mich jetzt hier verfranst. Ich schaffe das immer wieder, das ist überhaupt kein Problem. Sowas mache ich mit links. Da ist jede Menge Gewässer. Aber noch keine Höhle zu sehen. Sorry, mein Freund. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Fürchte ich. Da haben wir die Höhle. Moment, nur mal um zu gucken. Also das heißt, die genaue Richtung wäre hier so lang. Ich versuche mal ein wenig Übersicht zu gewinnen, sofern das möglich ist. So, Höhle da. Da vorne war ein Weg. Dann sollten wir diesen auch nutzen. Bitte was? Sag mal. Schwer was los hier. Hier lang oder da lang? Das sieht besser aus. Wieder auf die Bremse treten. Oha. Ein Lager. Hoffe. Ja, das ist nicht mehr besetzt. Ja, es kommt wieder eine ziemlich dicke Suppe. Oh. Wenn dann eher so in diese Richtung. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ja, der gute Kollege ist ein Anzugspunkt für irgendwelche Ärgernisse. Also das Ding ist auf jeden Fall nicht. Hier muss irgendwie irgendwo die Höhle sein. Frage ist wo? War ja eben kurz den Weg frei. Es gibt kein Entkommen. So. Was sagt denn die Karte? Das ist Berandas. Und da ist wahrscheinlich die Höhle, ne? Genau. Wir sind natürlich wieder verkehrt. Ja komm, ja, also so ein bisschen verfranzen gehört dazu. Dass man nicht hier rumheucheln und mördern und nur, weil ich hier,
wieder ein bisschen verfranst habe. Bei dem Nebel. Wieder die. Ach, hier, wird es angezeigt. Sieht immer wieder die Hand vor Rohr. Ja. In eigenen Augen nicht. Oder vor den Augen. Egal. Ich rede schon Unsinn. Nein, das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Genau, da ist doch noch der Kollege von letztem Mal. Das scheint hier eine sehr beliebte Pilgerstätte zu sein. Ihr dürft sprechen. Das ist nett, dass wir sprechen dürfen. Muss ich nächstes Mal hier reinführen, weil das war bei dem anderen Kollegen nicht notwendig. Seid vorsichtig damit. Gut. So, Tagebuch wurde aktualisiert. Dann schauen wir doch da ganz kurz mal rein. Deval Melit ist sicher in der Gual-Höhle angekommen. Ja, sehr schön. Können wir mit dem noch kurz reden? Mir geht es gut. Danke, was kann ich für euch tun? Lass mich hier etwas verweilen. Ich werde mit einem anderen Pilger nach Altruhen zurückreisen. Sehr schön. Dann sagen wir doch, lebt wohl, lieber Deval. Wir sehen uns vielleicht wieder oder auch nicht. Man weiß es nicht. Speichern. Du. Und dann mache ich mich auf den Weg zurück. Oder soll ich mal ganz kurz die Höhle... Nee, das muss nicht möglich sein. Es ist nicht nötig, da die Höhle irgendwie näher zu erkunden. Ich glaube, das können wir uns schenken. So, Moment. Da gibt es einen Schlickschreiter. Komm ich da hin? Das wäre sehr, sehr gut, wenn ich da hinkommen könnte. Das könnte die Rückreise ein wenig beschleunigen. Der Kollege. Euch gibt's auch an jeder Ecke, ne? Meine Herren. So, da sehe ich ihn stehen. Frage, wie komme ich da hin, ohne irgendwie irgendwelche Verrenkungen machen zu müssen? Der kürzeste Weg wäre mit Sicherheit der Wasserweg. Aber jetzt komme ich auf der anderen Seite denn wieder raus und so. Ja, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Boah, ich jetzt hier noch stundenlang im Gelände rumgeistere. Und wenn er da rumstehen kann, dann kann ich hier auch irgendwie durch. Einfach mal. Bis jetzt klappt das ganz gut. So. Mit wem haben wir denn hier das Vergnügen? Maeonius Manlul oder Illu oder wie auch immer. Ihr befindet euch im Dorf Gnisis Namdors. Ich bin Maeonius. Wie auch immer, kann ich euch helfen, wenn ihr in Gnisis Dienste sucht. So haben wir nicht viel zu bieten. Nichts als ein Bergwerksdorf, einen Tempel und eine kleine Legionsgarnison. Ja, immerhin, besser als nichts. Was ist der Gute denn vom Beruf? Bauer. Er baut Nutzpflanzen an, züchtet Tiere als Nahrungsmittel. Er sammelt Tierprodukte und Pflanzenprodukte, die das Land hergibt und so weiter und so fort. Das kennen wir alles schon. Gut. Nett, seine Bekanntschaft gemacht zu haben. Und dann marschieren wir hier einmal um die Ecke. Sprecht. Jo, ach. Bei der Gelegenheit. Nee, mach ich auch nochmal.
ja, wie gesagt, ich hatte erst überlegt, sollte ich vielleicht mit dem Typen zusammen versuchen, hier per Schlickschreiter und so zu reisen, aber ich befürchte, das wird nicht funktionieren. Und bevor ich da jetzt irgendwie... einen besonderen Ausflug zum gleichen niedrigen Preis. Ja. Ja, ja, danke, danke. Bevor ich jetzt irgendwelche Dinge ausprobiere, die dann dazu führen, dass ich sozusagen ihn verliere, den Auftrag verliere, habe ich gedacht, nee, komm, dann besser zu Fuß, dann weiß ich zumindest, dass ich da ankomme, wo ich hin will, auch wenn es vielleicht Stunden dauert. So, genug dazu, jetzt können wir aber reisen. Und zwar nach Altruhn. Oha, ja. Alles wie gehabt. Okay, dann gebe ich die Aufgabe eben noch ab. Vor allen Dingen eben noch, jetzt muss ich die gute Dame nämlich erstmal wieder finden. Und das bei meinem Geschick. Das kann nur fürchterlich enden. Ja, schön, schön, schön. Wieder einen Pilger erfolgreich zu seiner Pilgerstätte gebracht. Ihn dort gesund und munter abgeliefert. Wir werden ihn nie wiedersehen. Es sei denn, ich muss da irgendwann nochmal hin. Der andere Kollege, der stand ja da draußen auch noch rum. So. Nix wie rein da. Die Wachen. Egal. Das heißt, hier erst einmal geradeaus durch. Da kommt die Nummer 1. Dreifach gesehen. Kommt Nummer 2. Das haben wir ganz gut verstanden. Okay. Rein in die gute Stube. So, jetzt kann ich nur noch raten, wo die Dame zu finden gewesen ist. Das ist der Händler. Kann ich da irgendwas abkürzen? Ich versuche das mal. Diese Ecktür da, die ich da meinte. Jetzt bin ich ein bisschen... Nee, das sind hier nur Unterkünfte, oder? Oder vollständigkeitshalber? Nein. Das sind die Unterkünfte. Ja, ich weiß, das nervt, aber... noch mehr Quartier. Oh Gott, schnell wieder raus. Aber ich kann es mir einfach nicht merken. Das sieht gut aus. So. Dreifach gesegnet. Es ist mir eine Ehre. So, genau. Ist mein Sohn sicher in der Gualhöhle angekommen, aber sowas von. Danke dafür, dass ihr meinen Sohn bei seiner Pilgerreise beschützt habt. Bitte nehmt dieses Schwert als Zeichen meiner Dankbarkeit. Oho. Stahlfeuerschwert dem Inventar hinzugefügt. Euer Tagebuch wurde auch aktualisiert. Habe ich Dinge, die repariert werden müssen, aber ja doch. So, alles kein großer Akt. Sehr schön. Ja, danke erstmal hierfür, ne? Drei Segnungen mit euch. Ja. Es ist mir ein wahres Vergnügen. Ja, das ist bei mir genauso. So, Stahlfeuerschwert. Moment. Eisenflammenschlechter. Der Eiszapfen. Stahlfeuerschwert. 14, 20, 18. Feuerschaden 3 bis 7. 20, 18. Habe ich irgendwas vergleichbar? 14, 20, 18. Da hätten wir schon was Vergleichbares. 3 bis 7. 3 bis 7. Das ist Feuerschaden und das ist Frostschaden. Okay. Der macht ein bisschen mehr Aua. Hat auch Feuerschaden. Ist aber eine zweihändige Waffe. Okay. Das ist natürlich eine gewisse andere Geschichte. 14, 20, 18. Eisschaden. 1 bis 25.
Okay, Moment mal. Eisschaden 3 bis 7. Ist die zweihändig? Nee, Langwaffe einhändig. 14, 20, 18, 14, 20, 18. Ich überlege gerade, ob ich eins von beiden äußern sollte. Wert 105. Ja, auf alle Fälle sollte ich die mal ausprobieren und gucken, mit welcher da so ne, besser voranzukommen ist. Und dann könnte man sich immer noch entscheiden. Okay. Ja, mit den Äxten bin ich ein bisschen hin und hin und her gerissen. Blitzschaden 36, 27, 4. 20, 11, 3. Auch Blitzschaden 3 bis 7. 150 Wert. 130, weil die weniger Blitzschaden hat. Das ist mir alles so ein Hin und Her überlege. Hin und Her überlegen, vielmehr. Okay, ich kann ja beide mal ausprobieren und gucken, ob ich damit überhaupt irgendwie zur Rande komme. Und dann kann ich mich immer noch entscheiden, ob ich die überhaupt behalten werde. Oder ob ich vielleicht beide verkaufe. So, gute Dame, wie sieht's aus? Hast du noch weitere Aufgaben für mich? Giras Indaram hat bei mir Schulden wegen mehrerer Reparaturen an seiner Rüstung. Ich habe ihn darum gebeten, sie zu begleichen, aber er weigert sich. Ich kann nicht zu einem Ratsmitglied gehen, um mir mein Recht zu verschaffen, da Giras Brüder zu den angesehensten Kriegswappenträgern gehören. Ich brauche also jemanden, der Giras Interam dazu bringt, seine Schulden für Rüstungsreparaturen zu bezahlen. Ja, das sollte man auf jeden Fall doch ihm mal irgendwie nahebringen. Geht und sprecht mit Giras Interam in der Festung der Kriegswappenträger in Molakmar. Ach ja, du hast es nicht. Er schuldet mir 2000 Draken für die Reparatur seiner Rüstung. Oha. Oha, oha, oha. Tagebuch wurde aktualisiert. Jo, lebt wohl. Dann schaue ich noch mal ganz kurz ins Tagebuch. Schuld und Rüstungsreparaturen. Geht und sprecht mit der Festung in Molakmar. Sehr schön. Da haben wir also alle Informationen, die wir brauchen. Ja, dann will ich doch sagen, in der nächsten Runde werden wir uns dann mal wieder ein wenig als Schuldeneintreiber bedienen. Oder, was rede ich, bedienen? Verdingen und werden uns bei dem Herrn bedienen. So rum wird ein Schuh draus. Okay, ja, du rennst natürlich wieder hier von ihm hier. Das kann ich dir aber bestätigen. So, okay, er rennt wie gesagt wieder da voll ins Bild, der gute Wächter. Bis dahin, alles Gute und gehabt euch wohl. Naja, jetzt latschen wir doch raus.